Der Südtiroler Bauernbund warnt vor einem zu großen Flächenverbrauch im Land und er macht Gegenvorschläge. Alt vor neu heißt die Devise, bestehende Kubatur muss besser genutzt werden, um die Natur zu erhalten. Um das auch konkreter darzustellen, hat der Bauernbund nun einen Maßnahmenkatalog vorgestellt. Der Bauernbund macht sich Sorgen um die Lebensgrundlage seiner Mitglieder. 20.000 Hektar der besiedelbaren Fläche sind verbaut, dreimal so viel wie noch in den 60er Jahren. Es gibt keine verlässlichen Daten zur Veränderung der Flächennutzung. Die letzte Statistik ist mehr als 5 Jahre alt. Politikwissenschaftlich bedeutet das: Politiker können Entscheidungen treffen oder Politiker können Entscheidungen nicht treffen. Und das Nichthandeln ist auch eine politische gewollte Sache, wofür Politiker Verantwortung übernehmen müssen. Also ich glaube schon, es ist vielleicht nicht gewollt, aber es zeigt, dass man sozusagen bewusst weggeschaut hat. Geht es in diesem Tempo weiter, gibt es in Südtirol in 150 Jahren keine landwirtschaftlich nutzbaren Flächen mehr. Und damit ist nicht nur die Lebensmittelproduktion in Gefahr, sondern auch der Tourismus und die Freizeitindustrie. Also fordert der Bauernbund ein Umdenken. Bestehende Strukturen nutzen statt neu bauen, das gilt besonders, aber nicht nur für Gewerbegebiete. Mit mehr Generationenhaushalten könnte auch Grund gespart werden. Jedes Wohngebiet und jede Gewerbezone brauchen auch Zufahrten. Straßen machen etwa ein Drittel der verbauten Fläche aus. Der Bauernbund fordert keine radikalen Schnitte. Wir wissen, dass Raumordnungspolitik auch Wirtschafts- und Sozialpolitik sind und eine ganz besondere, als Querschnittsmaterie, eine ganz besondere Verantwortung auch trägt, für, gerade auch für den städtischen, aber auch für den ländlichen Raum. Deshalb möchten wir hier behutsam vorgehen, einen Änderungsprozess einleiten, in der Gesellschaft mit der Politik reden, mit den Verbänden reden, mit dem Gemeindenverband reden, mit allen gesellschaftlichen Gruppen reden. Auch die Bauern selbst nehmen sich nicht aus. So wurden in den vergangenen Jahren zu viele Neubauten neben alten Höfen errichtet. Während wir in den 70er Jahren noch weit über 2000 Kubikmeter Baurecht hatten am geschlossenen Hof, sind es derzeit nur mehr 1000 Kubikmeter. Bei den riesigen Hallen der Obstgenossenschaften sieht Rinner hingegen den Nutzen. Das waren natürlich auch Notwendigkeiten, diese Obstgenossenschaften. Denken Sie nur, hätte jeder Bauer an seiner Hofstelle müssen das Obstmagazin bauen, dann wären die Flächen wahrscheinlich noch ungleich größer gewesen, die verbaut worden wären. Der Bauernbund fordert ein Ende der Anlassgesetzgebung, ein Flächenmanagement wie etwa in Bayern und Österreich, sowie die Nutzung der Datenbank über leerstehende Liegenschaften. Nach Möglichkeit sollen nur Flächen verbaut werden, die für landwirtschaftliche Produktion zweitrangig sind. Auf den besten Böden sollen weiterhin Lebensmittel produziert werden.